Moin moin Leute, herzlich willkommen zurück beim Pokémon Soul Silver Exchange. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und Gorath uns hier in einer weiteren Arena rausgelassen. Die ehemalige Arena von Koga. Ich meine, Jasmin heißt die alte? Ich glaube schon. Und in dieser Arena sind alle als Jasmin verkleidet und hier sind wieder diese unsichtbaren Wände, wie ihr seht. Wenn wir dagegen plocken, das ist ja lustig. Ich wollte gerade sagen, weil die sind in dieser Edition tatsächlich komplett unsichtbar. Ist das jetzt Sabrina? Hä, tut mir leid, aber das stimmt nicht. Nein, ich nehme dich nur auf den Arm. Ich bin es wirklich. Ich bin Janina. Ach, Janina. Die Arena-Leiterin von Xerania City. Alles klar. Das ist wirklich die Arena-Leiterin. Dann hätte ich ja den da unten noch machen müssen eigentlich. Okay, eine Herausforderung von Janina. Giftflug. Da ist Norbert natürlich jetzt nicht so die geilste Wahl. Schaufler wird nicht treffen. Gifthieb ist halt dumm. Und er ist halt schon von der Hälfte der Lebensenergie getroffen worden. Oh nein, ey. Wurde ich wieder gut rausgelassen hier mit einem frischen Team. Ha! Nicht. Okay, dann tauschen wir mal Schorn rein. Der kann wenigstens mit einem Donnerschlag regeln. Meine Güte, das fängt ja gut an, ey. Direkt hier Probleme mit der Stimme wieder. So, ist nicht sehr effektiv. Donnerschlag. Nein, doch jetzt nicht den Konfusstrahl. Oh, Sean, wenn du dich jetzt selber haust, dann bin ich echt traurig. Sean, bitte nicht. Na, es war so klar, ey. Okay. Kreideschrei ging daneben. Sean ist immer noch verwirrt. Yo, Donnerschlag geht durch. So, dann dürfte X-Bad jetzt Geschichte sein. Die Verteidigungswerte von X-Bad. Oh, reichen aus. Okay. Ladungsstoß. Oh, Top-Genesung. Naja, ist der Trank immerhin weg, Leute, müssen wir positiv sehen. Sean ist noch immer verwirrt und haut den Ladungsstoß trotzdem raus. So, mal gucken, ob die Spezialverteidigung niedriger ist oder die normale Verteidigung. Alles klar, der Ladungsstoß hat deutlich krasser geregelt. Wir machen noch einen Ladungsstoß hinterher. Flügelschlag zieht nicht so viel ab, haben wir schon gelernt. Und ich hoffe, er ist jetzt nicht mehr verwirrt. Trotzdem geht der Ladungsstoß durch. Okay, X-Bad hat also eine höhere Verteidigung als Spezialverteidigung. Hätte ich irgendwie nicht erwartet. Ich weiß auch nicht, warum. So, Norbert dürfte ein Level up bekommen. Jo, Level 50. Nice. Hat er auch schon gut gelevelt. Auf dem gleichen Level wie Sean. Obwohl Sean wird bald dann noch ein Level höher. Ja, jetzt ist die Sache... Smogmog hat Schwebe. Das heißt... Bodenattacken werden die nicht treffen. Psycho wäre noch effektiv. Wir können natürlich mal Foxy reinschicken und gucken, ob Foxy mit ihrer Dingens hier, mit ihrem Sondersensor ein bisschen was machen kann. Oder ob sie sich zumindest ein bisschen was an Erfahrungspunkten geiern kann. Wäre ja auch schon mal was. Oh, Smogmog hat gar nicht so ein hohes Level. Vielleicht können wir damit Foxy sogar... Ich hoffe halt nur, dass er nicht explodiert. Bitte mehr als die Hälfte, Foxy. Schade. Matschbombe, mal schauen. Wenn Foxy halt einen Stein hätte, ne? Ach man. Aber wenn er nochmal eine Matschbombe macht und es kein Volltreffer ist und wir nicht vergiftet werden, dann sollte Foxy mit dem nächsten Sondersensor hier regeln können. Okay, nicht vergiften, nicht vergiften. Das ist wichtig. Dann schafft Foxy das. Okay, nice. Nicht vergiftet. Foxy geiert sich noch ein paar... Erfahrungspunkte. Das freut mich. So, sehr schön. Und das bedeutet für uns 1600 Erfahrungspunkte. Nice. Okay, als nächstes Ariados. Schade, ne? Das wäre eigentlich der ideale Part wieder für Foxy gewesen, weil Ariados ja Käfer ist. Da hätte Foxy den schön rösten können. Dann hauen wir mal Laplace raus. Mit dem Eisstrahl sollte der da aber auch regeln, denke ich. Mal gucken. Oh yeah, sehr schön. So, noch ein Eisstrahl hinterher und dann ist hier Ruhe im Puff. Dann ist Ariados auch schon wieder down. Also, die Janina, war jetzt nicht so hardcore drauf, die Olle. Habe ich eigentlich ein bisschen mehr erwartet. So, Omod. Omod ist wieder Käfergift, ne?
Ich weiß ja nicht, ob Omot Schwebe hat. Sonst könnte man halt Nidoking einsetzen. Aber Nidoking ist schon Level 50, deswegen lassen wir mal Laplace drin. So, Omot Level 50 sogar. Was hat sie denn noch? Was ist denn noch so ein typisches Gift? Slimog oder so? Da mal schauen. Wir lassen uns mal überraschen. Sorry, Leute. Irgendwie habe ich heute ein bisschen was in der Stimme scheinbar. Jo, okay, warte mal. Wenn das nicht ausreicht, probieren wir mal eine Kaskade aus. Einmal mit seinem scheiß Doppelteam. Notfalls kommt Seifo hier gleich rein. Obwohl, nee, Käfer ist effektiv gegen... gegen Kampf, ne? Nee, gegen Psycho ist Käfer effektiv. Ich weiß gerade gar nicht. Okay, die Kaskade trifft. Bleiben wir halt beim Eisstrahl. Oh, da kommt wieder die Top-Genesung. Dann machen wir jetzt zweimal noch Eisstrahl und dann sollten wir es haben. Obwohl Kaskade halt mehr Schaden macht, so wie es aussieht. Matschbombe kann sie auch, okay. Dann glaube ich, dass wir die TM-Matschbombe bekommen werden. Starke Attacke, ey. Krass. Vielleicht kann die Matschbombe ja Nidoking lernen, obwohl der hat ja schon sein Gift-Hieb. Eigentlich ist das gar nicht mal so verkehrt, wenn er den behält. Oh, Laplace, das sieht jetzt aber... Wir können ja mal was anderes probieren, Leute. Pass mal auf. So. Steffi wollte neue Tränke kaufen. Hat sie auch gemacht. Obwohl, warte mal, für Foxy reicht da ein Supertrank? Nee, da muss doch schon ein Hypertrank her. Hypertrank auf Foxy. Laplace geht jetzt drauf, ist mir aber egal. Dann gebe ich lieber Foxy die Erfahrungspunkte. Hat Foxy sich auch mal verdient, finde ich. Jetzt muss Foxy nur noch mit dem Doppelteam treffen, weißt du? Das ist halt die Sache. Aber wenn der Flammenwurf durchgeht, sollte Omot eigentlich besiegt sein, hoffe ich. Ja, da, Omot darf sogar anfangen. Mensch, ich will doch nur Foxy leveln. Okay, okay, oh nein, vergiftet. Aber trotzdem könnte Foxy vielleicht jetzt noch daneben schlagen. Nein, Foxy. Okay, Foxy wird jetzt sterben. Dann heilen wir Norbert in der Zwischenzeit nochmal hoch. Mal schauen, vielleicht kann der Schaufler von Norbert dann ja regeln. Wow, Psychokinese kann der Bengel auch noch. Alles klar, Foxy 4 Lebenspunkte, einfach mal eine Psychokinese rausklatschen, warum eigentlich auch nicht? Einfach mal dezent übertreiben. So, Norbert hat jetzt ein Problem, dass er eine Psychokinese überleben muss. Oder er fängt einfach an, das geht natürlich auch. Da muss er keine Psychokinese überleben. Puh, weil die würde ihn sehr effektiv treffen. Der Schaufler trifft Omot und das ist dann, denke ich mal, das K.O. Jo, alles klar. Omot wurde besiegt. Norbert erhält Erfahrungspunkte. Als nächstes Ariados. Noch ein Ariados? Ja, komm, dann bleib ruhig drin. Zweimal Ariados. Ich mag deinen Kampfstil. Ich weiß auch nicht, warum sie so komisch redet, aber hey. Ich finde es ein bisschen schade, dass Foxy halt nicht punkten konnte jetzt hier. Wenn Foxy halt wohl Nona wäre, wird das, glaube ich, alles ganz anders aussehen, Freunde. Angeberei, okay. Ist eigentlich nicht so wild. Angriff ist gestiegen und dafür wurde er verwehrt. So langsam wird es brenzlig und zwar so richtig. Oh nein, muss er jetzt zweimal den Verwirrungscheck bestehen? Das wäre ja ärgerlich. So unter der Erde ist er auch verwehrt. Haut sich erstmal voll ins Gesicht. Nachtnebel geht daneben. Und Norbert ist wirklich unter der Erde verwehrt. Trotzdem wird Schaufler eingesetzt. So, da der Angriff jetzt auch noch gestiegen ist, ist Ariados auf jeden Fall down. Und Norbert erhält 1400 Erfahrungspunkte. 1348. Okay, schade. Hab gut geschätzt. Leiterin Janina besiegt. Du bist so stark. 12.000 Points. Ich sehe schon, du hast also selbst Koga von den Top 4 besiegt, meinen Vater. Ha, du kamst mir gleich so stark vor. Ich erkenne meine Niederlage an. Hier, nimm den Seelenorden.
Ich raffe immer noch nicht, warum das der Seelenorden ist und der von Sabrina der Sumpforden. Ich finde noch immer, dass das hier der Sumpforden sein sollte und der von Sabrina der Seelenorden, aber hey. Du bist stark. Ich gebe hier ein ganz besonderes Geschenk für dich. Diese Attacke nennt sich Gifthieb und kann deinen Gegner vergiften. Okay, tatsächlich Gifthieb. Ich hätte die auf Matschbombe getippt jetzt. Ich werde noch viel mehr trainieren und stärker werden. Nochmal möchte ich nicht gegen dich oder meinen Vater verlieren müssen. Ja, aber du bist eigentlich stärker als dein Vater, oder nicht, Janina? Boom, boom. Tut bestimmt voll weh, dass ich die ganze Zeit gegen die Scheibe renne. Ups, so. Oh, nice, hier haben wir es rausgeschafft schon. Ja, dann haben wir gegen den einen jetzt gar nicht mehr gekämpft. Dann können wir erstmal unsere Pokémon heilen. So, hallo und herzlich willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Ja, bitte. Ich möchte doch außerordentlich darum bitten, dass sie geheilt werden. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm bald wieder. Okay, mache ich. So, das bedeutet, das ist schon der vierte Orden jetzt, ne, den wir in Kanto uns gegönnt haben, oder? Jo, Major Bob, Sabrina, Janina und Erika. Oh, die Hälfte der Arena-Leiterinnen ist weiblich. Oh, in Johto waren sogar mehr als die Hälfte weiblich. Krass, ist mir gar nicht aufgefallen. Frauen sind scheinbar die besseren Pokémon-Trainer. Ist confirmed. So, Misty, Rocco, Pyro und Gary fucking Oak. Ja, jetzt ist es an mir quasi auszusuchen, wo wir hingehen. Obwohl, warte mal, ich weiß nicht, von wo wir gekommen sind, aber vielleicht haben wir hier links oder rechts noch ein paar Trainer, die wir besiegen können. Safari-Zone gibt es ja hier nicht mehr. Die wurde ja jetzt verlegt. Und, ups, das wollte ich nicht. Ich wollte zu Pokémon gehen. Boah, wir sind auch ziemlich reich aktuell. Krass. Ira, Foxy und Seifo müssen noch trainiert werden. Packen wir mal Ira nach vorne. Ira muss Level 55 werden, damit sie sich entwickeln. Mal schauen, ob wir das in diesem Let's Play noch schaffen. In diesem Exchange, meine ich natürlich. Yo. Direkt ins erste Grasbüschel rein und schon kommt jemand. Ein Nidorina, Level 23. Hallo Nidorina. So, ich würde trotzdem gerne fliehen. Da oben lag nämlich ein Item, das würde ich gerne haben. Achso, dann müssen wir eh erstmal die ganzen Leute hier besiegen, ne? Warte, ich muss kurz meine Mutter anrufen. Okay, mach das. Hast du dir auch heute Morgen wieder die Unterhose von deiner Mutter anziehen lassen, oder was, Michael? Ne, Michel. So, jetzt haben wir Ira nach vorne getan. Gegen einen Voltoball. Da können wir auf jeden Fall einen Drachenstoß machen und das Voltoball sollte besiegt sein. Level 36, easy game für unsere kleine Ira. Wurde leider paralysiert, die Süße. Och Mensch. Ira, why you do this to me? Why? Na, gibt aber nicht so viel. Voltoball, nee. Mal gucken, ob ein Drachenpuls auch schon regeln kann. Obwohl, der ist jetzt ein bisschen stärker. Trotzdem möchte ich mal eben schauen. Gyroball. Gyroball sollte wenig Schaden machen, weil Voltoball ist wesentlich schneller als wir. So, und der Drachenpuls? Regelt tatsächlich. Okay, dann sollte das ja eigentlich ausreichend sein, wenn wir den einsetzen. 800 Erfahrungspunkte für Ira. Magneton. Elektrostahl. Und Drachenpuls. Zielschuss, okay. Er zielt erstmal. Oh, Ira ist paralysiert, okay. Mist. Oh, geil, die Paralyse wurde jetzt geheilt durch den. Durch die Dingens, die Ira hat. Das bedeutet im Prinzip. Oh, okay, hätte ich mal. Das ist nicht effektiv, was? Ist Drache nicht effektiv gegen Stahl, oder wie? Wusste ich nicht, aber der nächste Drachenpuls reicht ja trotzdem aus. Magneton könnte ein bisschen mehr Erfahrung geben. Ich denke schon so um die 1200. Magneton wurde besiegt. 1380 sogar. Nice, das ist Level Up für Ira. Level 49. Welcome Ira auf Level 49. Und als nächstes Magnetilo. Da wollen wir auf jeden Fall mal zu Foxy wechseln. Und ein Flammenwurf sollte dann genügen. Ja, Michel, da hast du eine schöne Pokémon-Sammlung dir hier angelacht, aber wir werden hier jetzt mal kurz einen Prozess machen und auch dein Magnetilo kalt machen.
Ich hoffe, du bist uns nicht böse, aber Foxy braucht dringend die Erfahrungspunkte. Sie möchte nämlich bald leveln, damit sie stärker wird, wenn wir sie schon nicht entwickeln können. Die Arme. So, Spieler besiegt Schulkind Michel. Tut mir leid, Mama. Ich wurde fertig gemacht, keine Ahnung. So, und wen haben wir hier? Noch ein Schulkind. Lass uns kämpfen, ich werde nicht verlieren. Wollen wir mal sehen. Immerhin ruft er nicht seine Mutti an, der Torben. Xatu. Oh, Flugpsycho. Ich glaube, Drachenstoß regelt. Wenn er dann treffen würde, schade. Ah, fliegt in die Lüfte. Okay, jetzt habe ich leider nichts, was ich mit Ira machen könnte in der Zwischenzeit. Geht daneben halt. Hätte ich Sternschauer jetzt oder so gehabt, würde ich ihn ja treffen. Ich weiß gar nicht, was noch im Flug trifft. Ich glaube Donner oder so. Es gibt so zwei, drei Attacken, die treffen auch im Flug. Ach, come on, Ira. Und der fliegt wieder nach oben, ey. Lecco mio, ey. Ja, ich weiß, geht daneben. So, jetzt mal bitte treffen. Oh, Ira, das ist doch nicht dein Ernst. Wie hoch ist bitte die Chance, dass es so oft daneben geht? Ich glaube, das hat eine Trefferwahrscheinlichkeit von, weiß ich nicht, 70%? Alter Vater, ey. Muss ich mal gleich eben schauen. Das rechne ich gleich durch, ey. So, siehst du, Xatu besiegt, geht doch. Ira hält dicke Erfahrungspunkte. Und als nächstes kommt Simsala. Ja, da würde ich auch gerne mal Foxy versuchen, die Chance zu geben. Mit ihrer Unlichtattacke kann sie da vielleicht ein bisschen Stress machen. So, Foxy. Einmal den Gegenstoß, bitte. Ah, Reflektor. Er wird aber die Verteidigung. Der Gegenstoß sollte auf die Spezialverteidigung gehen, hoffe ich. Oh ja, nice, nice, nice. Das ist sehr effektiv. Macht mehr als die Hälfte. Überlebt diese Psychokinese, Foxy. Bitte. Bitte. Yo. Nice. Und dann hat Foxy jetzt endlich mal wieder ein bisschen Erfahrung gegeiert. Von so einem Simsala kann man mal machen. Kann man mal mitnehmen. Sehr effektive Attacke. Und der Simsala wurde besiegt. Foxy hält Erfahrungen. Yes, Leute. 49. So. Und, Torben wurde besiegt. Ah, ich muss ja noch Hausaufgaben machen. Ja, mach mal lieber. Hoffentlich machst du die besser als diesen Kampf. So, dann heilen wir jetzt unsere Pokémon hoch. Wir haben ja so schön viele Tränke, die Steffi gekauft hat. Vielen Dank dafür. Und, dann muss ich jetzt nämlich nicht extra heilen gehen. Kann Steffi hier rauslassen und sie weiß genau, was sie tun muss. Und wir haben eh noch 100.000, also wenn wir jetzt die Tränke hier so ein bisschen einsetzen, ist jetzt eigentlich nicht so schlimm. Sonst bin ich auch immer lieber der, der zum Poké-Center geht, aber wir sind eigentlich Richie Rich gerade, ne? Deswegen. So, noch einen normalen Trank hinterher. Dann fehlen Foxy 2 KP, aber das ist, denke ich mal, zu verschmerzen. So, okay. Dann gucken wir nochmal eben, welches Pokémon jetzt der schwächste aktuell ist. Seifo. Dann würde ich sagen, wird Steffi jetzt mal ein bisschen mit Seifo kämpfen, hoffe ich. Damit Seifo dann auch wieder ein bisschen Dingens bekommt. Okay. Das sieht irgendwie lustig aus, ne? Wie seine Arme so hinten noch so rausgucken. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Spinne oder so eine Schlange, die mit ihren Giftzähnen so, so. Naja, ihr wisst, was ich meine, Leute. Schaltet morgen auf jeden Fall bei Steffi ein. Dann könnt ihr dort schauen, wie es hier weitergeht auf dieser Route. Und übermorgen geht es dann weiter bei Gogo. Wir sehen uns in 3 Tagen wieder. Kloppt den Daumen nach oben, Leute, wenn ihr Spaß am Pokémon Soul Silver Exchange habt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir uns in 3 Tagen wiedersehen. Und bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.